Moin Moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Video rund um One Punch Man. A Hero Nobody Knows, ein neues Spiel, was aus dem Nichts irgendwie von Bandai Namco angekündigt worden ist. Wir haben aus dem Nichts einen kleinen Trailer gehabt, nicht besonders lang, etwa 1 Minute 30, aber dieser Trailer zeigt uns einiges und ich denke mal, wir können schon mal ein bisschen zu links und rechts zu verschiedenen Spielen reinschauen, um zu wissen, was uns erwarten wird. Denn der Entwickler ist kein Unbekannter, die Art von Game ist nichts Neues und ich möchte jetzt hier nicht negativ sein. Versteht mich nicht falsch, ich möchte nur darauf hinweisen, dass es ein paar Sachen gibt, die mich etwas vorsichtig sein sollen. Auch wenn ich persönlich es cool finde, wenn es den ersten richtigen One Punch Man Game geben wird auf der Konsole. Rauskommen wird das Ganze für die PlayStation 4, Xbox One und PC digital, was ich sehr interessant fand. Also für den PC wird es definitiv keine für den PC wird es definitiv keine feste Retail-Version geben, das heißt, ihr könnt nirgendwo die Disc kaufen. Switch wird überhaupt nicht benannt, was ich ein bisschen merkwürdig finde, um ehrlich zu sein. Denn von der Grafik, von dem, was wir in den Trailern sehen können, sieht das Spiel zwar relativ cool aus, aber nichts, was die Switch nicht darstellen könnte. Denn wenn wir uns Dragon Ball FighterZ zum Beispiel vorstellen oder auch My Hero Academia Wants Justice, das ist auch auf der Switch rausgekommen, sah dort auch relativ gut aus. Vielleicht wird es dann zu einem späteren Zeitpunkt dorthin geportet. Also, One Punch Man, Hero Nobody Knows, ich wollte schon My Justice sagen, aber naja, das war ein anderes Spiel. Dieses Spiel ist ein Fighting Game und ein 3 gegen 3 3D Arena Fighting Game, was mich persönlich extrem gewundert hat. Warum? Naja, ich finde es merkwürdig, dass wir Saitama als Charakter und One Punch Man als Serie nehmen und daraus ein Kampfspiel machen. Warum? Naja, Saitama ist nun mal der One Punch Man. Er ist so overpowered, dass er alle Gegner mit einem Schlag besiegen kann, wenn er es möchte. Klar, in dem Trailer wird ein bisschen dargestellt, wie er so eine Art, wahrscheinlich so eine Spezialfähigkeit hat, in der er einfach steht und keinen Schaden bekommt. Oder auch sein Blocken ist relativ cool gemacht, indem er einfach nur so eine Hand ein bisschen hochhält. Nichtsdestotrotz wird Saitama in diesem Spiel mehrere Schläge benötigen, um den Gegner zu besiegen. Und ich finde, das passt einfach nicht zum Charakter und finde es ein bisschen schade, dass sie sich für ein Fighting Game entschieden haben. Viel interessanter hätte ich persönlich so einen Dynasty Warriors Typ von Spiel gefunden, wie zum Beispiel auch One Piece Pirate Warrior 3, was ich selber auch gezockt habe, hierzu auch sogar für die PlayStation 4 habe. Es hätte sehr gut zum Konzept von One Punch Man funktioniert. Da hätte man verschiedene Charaktere reinpacken können, alle hätten einfach in diesen Art von Spiel spielen können und Saitama könnte immer noch extrem overpowered sein, weil er einfach Unmengen von vielen Gegnern mit einzelnen Schlägen besiegt hätte. Ist aber nun mal ein 3D Arena Fighting Game, das heißt, damit wir ein bisschen einfach über die Lore von One Punch Man hin drüber wegschauen müssen. Und wenn man sich damit arrangieren kann, dann kann das vielleicht ein cooles Spiel werden. Aktuell angekündigt sind bis jetzt wenig Charaktere. Saitama ist dabei, Geonos ist dabei, Hellish Blizzard, Moomin Rider und Speedo Sound Sonic, was ich sehr cool finde, denn wir haben hier schon mal so ein bisschen den Approach, den Bandai Namco mit diesem Spiel hat. Es wird ein 3 gegen 3 Kampfspiel, das bedeutet, wir brauchen viele Kämpfer und ich gehe von mindestens 25 bis 30 Kämpfern aus. Warum? Dazu komme ich ein bisschen später. Aber wenn wir uns die bereits angekündigten und offiziell vorgestellten Charaktere anschauen, Saitama, klar, ist dabei, ist der Hauptdarsteller. Genos finde ich super interessant und war auch klar, dass sein Sidekick-Cyborg dabei ist. Wobei ich immer noch geil finde, dass Genos einfach nur in dieser Serie dabei ist, um zu zeigen, wie stark die Gegner sind, weil wenn Saitama dagegen die ankommt, wirken die ja alle relativ schwach. Dann muss ich sagen, bei Hellish Blizzard muss ich nochmal nachschauen, wer es genau war, denn ich habe die Serie, ich habe Staffel 1 nur gesehen und Staffel 2 sozusagen und wie es weitergeht, habe ich dann im Manga gelesen, das ist aber ein bisschen her. Und Hellish Blizzard ist zum Beispiel ein B-Rank-Held oder ein B-Rank-Heldin, was schon mal ganz cool ist. Das heißt, wir haben noch die S-Rank-Helden und die A-Rank-Helden da drüber und die zeigen jetzt aber in den Ankündigungsvideos so ein B-Rank-Held, der gar nicht so eine wichtige Rolle in der Story eigentlich spielt, was sehr, sehr cool ist, weil es heißt einfach nur, wir können von unglaublich vielen Charakteren, denn die hat One Punch Man nun mal, auch in dieses Spiel reinkommen und wenn man sich ein anderes Spiel anschaut, wozu wir gleich kommen, dann könnte der Roster sogar viel größer werden als nur 25 bis 30 Charaktere.
Dann haben wir Mumin Rider, der ist dabei, der muss auch dabei sein. Richtig cooler, anderer Charakter, denn er hat keine Superkräfte und der Typ fährt einfach auf dem Fahrrad rum, was ich super geil finde. Das nutzt er auch in seinem Kampf. Und Speedo Sound Sonic ist auch mit am Start und den kennen wir natürlich. Das ist so der Widersacher von Saitama, den Saitama nie ernst nimmt und der eigentlich keine Chance gegen hat, aber eigentlich ein wirklich guter, schneller Kämpfer ist. Finde ich sehr cool. Als Trailer hat er ein bisschen Gameplay, ein paar der Mechaniken gezeigt und wir wissen nicht viel über die Game-Modi. Man kann aber stark davon ausgehen, dass es einen Story-Modus geben wird und so wie es aussieht, wenn wir uns den Packshot anschauen, wie es so schön heißt, das heißt das Cover des Spiels, wie es offiziell jetzt angekündigt worden ist, haben wir Lord Boros im Hintergrund und der war der Hauptgegner der ersten Season von One Punch Man und ich gehe stark davon aus, dass die Story sehr wahrscheinlich bis dahin gehen wird. Es wurde auch schon irgendwo offiziell bestätigt, dass es einen lokalen Multiplayer geben wird. Da bin ich aber sehr gespannt, wie gut der sein wird, denn jetzt kommen wir zu dem etwas negativen Teil des Videos. Es ist ja so, dass wir von vielen Games enttäuscht worden sind in letzter Zeit. Gerade Anime-Games, gerade auch leider, muss ich auch sagen, von Bandai Namco veröffentlichte Games. An dieser Stelle nochmal, es hat nichts mit BandaiNamco.de zu tun. Die Jungs sind immer wirklich hilfreich, gerade bei mir, auch bei dem Osaru oder auch bei Ninja Spooky und ähnliches, wenn wir Probleme mit Claims haben oder ähnliches, die versuchen uns zu helfen. Und ich weiß, dass sie gerade an solchen Games und an der Entwicklung nicht wirklich beteiligt sind. Dadurch, dass ich selber ja in dieser Branche arbeite, weiß ich, manchmal muss man mit dem arbeiten, was die Entwickler hinter gemacht haben. Und Bandai Namco ist zwar der Publisher, aber der Entwickler ist Spike Chunsoft. Und Spike Chunsoft sollte euch was sagen. Die haben an Games wie J-Star, Victory vs. Plus gearbeitet, One Piece Burning Blood und vor kurzem haben sie ein Spiel rausgebracht, welches sich Jump Force nannte. Ja, Jump Force ist von Spike Chunsoft und das ist der gleiche Entwickler hinter One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, schauen wir mal, was das wird. Denn mit Jump Force haben sie sich alles andere als mit Ruhm bekleckert. Und ich muss auch wirklich leider sagen, dass jetzt ein Spiel aus dem Nichts kommt, woran die Jungs schon im Nebenbei arbeiten. Ich weiß nicht, wie groß Spike Chunsoft ist, aber das heißt, dass sie nicht wirklich aktiv an Jump Force arbeiten. Denn wir haben die Rematch-Funktion zum Beispiel immer noch nicht. Aber in diesem Video dreht es sich nicht um Jump Force. Aber was sind die Parallelen? Wir haben Jump Force 3 gegen 3 Kampfspiel, Anime 3D Arena Brawler, der angekündigte von One Punch Man. Was ist es? Ein 3 gegen 3 Kampfspiel, Anime Arena Brawler. Aber ich muss hier auch an dieser Stelle ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass es gameplaymäßig oder von dem Grundsetup so wird wie Jump Force. Ich glaube, es wird nämlich wie ein anderes Game, was die Jungs 2016 rausgebracht haben, und zwar One Piece Burning Blood. Wenn ihr euch One Piece Burning Blood anschaut, dann ist die Kameraperspektive, aus der ihr kämpft, sehr, sehr ähnlich mit der Kameraperspektive, die wir jetzt in dem Trailer von One Punch Man gesehen haben und es macht sehr viel Sinn. One Piece Burning Blood ist damals eher durchwachsen angekommen, leider auf Metacritic hat es irgendwo in der Mitte der 60er Wertung, was nicht besonders gut ist, aber leider auch für Anime-Games nichts Außergewöhnliches ist, die meisten landen so in der Wertung. Es hat ein sehr simples Kampfsystem gehabt, es gab eine Angriffstaste, eine Unique-Taste und eine Block-Taste und das war es schon mehr oder weniger von dem, was ich weiß. Ich habe das Spiel selber tatsächlich nie gespielt, werde ich jetzt mal nachholen. Und es hieß damals, es ist eher was für Fans. Interessanterweise hat es aber 44 spielbare Charaktere und 65 Support-Charaktere. Und hier kommt das richtig Interessante. Bei Jump Force war ein großer Kritikpunkt, dass wir einen Lebensbalken hatten mit allen drei Charakteren, die man im Kampf wechseln konnte. Bei One Piece Burning Blood war es wiederum anders. Jeder Charakter hatte seinen eigenen Lebensbalken und ich glaube, bei One Punch Man wird es genau dasselbe sein. Man könnte ein 3 gegen 3 Team aufbauen. Gerade bei One Piece konnte man auch noch zwei Support-Charaktere mitnehmen oder man hat zum Beispiel gesagt, man hat nur einen Kämpfer und dafür mehr Support-Charaktere. Das heißt, in den Teamaufbau gab es viele verschiedene Möglichkeiten und gerade weil One Punch Man auch so viele kleinere Superhelden hat und kleinere Gegner, die einfach sehr schnell besiegt worden sind, könnte ich mir das mit den Support-Charakteren sogar auch noch vorstellen, dass die wiederkommen und dass das Grundgerüst von One Piece Burning Blood genutzt worden ist, um dieses One Punch Man Spiel zu machen, denn es gab nie One Piece Burning Blood 2, obwohl das Spiel von Fans wirklich gar nicht mal so schlecht aufgenommen wurde. Ich muss es wie gesagt selber erstmal noch spielen, das werde ich wahrscheinlich jetzt auch machen, um zu schauen, ob mir das Gameplay zum Beispiel besser gefällt als bei Jump Force, wo das Gameplay bei Jump Force meiner Meinung nach fast das einzige war, was einigermaßen cool war, aber nach einer Zeit auch relativ schnell ausgelutscht. Aber leider haben wir dieses Problem sehr, sehr stark bei den grundsätzlichen 3D Arena Brawlern. Und das sind so jetzt alle Informationen, die wir zu One Punch Man, A Hero Nobody Knows haben. Es ist natürlich super früh. Und ich muss sagen,
Für mich gibt es eine Sache, die sehr merkwürdig ist. Warum ist dieses Spiel nicht auf der E3 vorgestellt worden, sondern 2 Wochen später einfach mit einem Trailer? Hey, übrigens, dieses Spiel kommt irgendwann raus. Es gibt noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum und ich finde diese Art und Weise, das vorzustellen, ein bisschen merkwürdig. Denn ja, Bandai Namco hat keine eigenen PR-Event zum Beispiel auf der E3 gehabt, aber sie machen es meistens ja so, dass die Spiele bei irgendeiner Konsole vorgestellt werden. Vielleicht ist es ein Sony-Deal und Sony war ja nicht auf der E3 und vielleicht wird es dann eher auf der Gamescom ein bisschen größer gemacht, aber auf der E3, gerade Kakaroto war auch da, also Dragon Ball Z Kakarot, und man könnte vielleicht auch den einfach bei Microsoft unterbringen, denn es kommt für alle 3 Plattformen, Xbox, PS4 und PC, heraus. Aber dass sie auf der E3 gar nichts dazu gemacht haben und das ein bisschen später ankündigen, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Und es heißt ja Coming Soon. Coming Soon kann natürlich viel bedeuten. Ich persönlich gehe von einem Release entweder Ende 2019 sogar noch, ungefähr so kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, vielleicht Oktober, vielleicht November, wobei wir da ein paar Hochkaräter haben. Vielleicht werden sie auch sagen, ah, mal gucken, vielleicht bringen wir es ein bisschen später raus. Oder früh 2020. Und mit früh meine ich sogar Januar oder spätestens Februar. Warum? Dragon Ball Project oder Project Z habe ich jetzt immer im Kopf. Dragon Ball Z Kakarot soll ja irgendwann im März rauskommen. Die werden nicht beide Games im gleichen Monat rausbringen. Das heißt, wenn sie so in der flachen Zeit Januar, Februar rausbringen, werden es vielleicht mehr Leute kaufen. Und es zählt noch für das Geschäftsjahr. Also Geschäftsjahr geht ja bis März 2020 und es zählt immer noch zu 2019. Deswegen haben wir auch im März nächsten Jahres so viele Granaten, die rauskommen, weil alle Spielefirmen wollen, okay, diese Umsätze sollen noch in 2019 zählen, damit wir richtig gut dastehen. Gerade mit unseren Releases. Also, ich würde aber meine Hand für ins Feuer ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich würde aber darauf wetten, dass dieses Spiel eher für 2019 geplant ist und wir vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen in den kommenden Wochen bekommen werden. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt mir gerne unten rein, ob ihr, nachdem ich Spike Schanzhoff gesagt habe, gleich gesagt habt, jupp, das ist nichts für mich, oder ob ihr ein bisschen Hoffnung noch für dieses Game habt. Und natürlich könnt ihr euch wie gewohnt gerne mein letztes hochgeladenes Video oder einen von meinen Playlists anschauen und mich selbstverständlich abonnieren. Also auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.